Wir hier vielleicht rein? Ja, ich werde uns nochmal richtig ausrüsten. Wir schauen auch nochmal ein bisschen wegen den Waffen. Ach, guck mal, da vorne haben wir direkt den Turm. Ja, fantastisch. Dann nehmen wir den direkt mal mit. Da könnten wir hoch zur Straße. Was ist das da hinten? Ich sehe da oben etwas Gelbes. Sehr auffällige vom Weiten. Alter, ich lasse ein altes Item sein. Das finde ich gerade sehr interessant. Okay. Jetzt mal kurz hier hoch, bevor wir die Gegner machen. Was ist das da hinten? Ich muss da leider hin. Oh, nee. Ich werde das Spiel niemals durchspielen können, ich sag's euch. Ja, so wird's sein. Oh Mann. Vielleicht im Fernglas oder so. Oh, die Bushaltestelle habe ich jetzt erst gesehen. Okay. Die brauchen wir auch gleich. Wo war die doofe Bushaltestelle jetzt? Das sehe ich die jetzt nicht mehr. Naja, mit den Funktürmen können wir uns ja, glaube ich, auch... Wartet. Jetzt erstmal hier irgendwie rüber. Kann ich hier hoch? Nope. Hier. Boah, jetzt bin ich mal richtig neugierig. Ich schwöre, wir kommen heute noch zur Blumenwiese. Da oben müsste es gewesen sein. Ich wüsste, worauf ich warte. Ich warte darauf, dass Leute, die das Spiel nicht kennen, sagen. Also wirklich nur Rebirth dran kennen und dann irgendwie davon hören. Okay. Die dann irgendwie sagen, oh mein Gott, jetzt machen die schon so Umweltkram in Final Fantasy rein. Wisst ihr, irgendwie warte ich darauf, dass das eine Person schreibt, um zu lachen. Cloud, hast du in der Nähe schon hübsche Erzgesteine entdeckt? Man nennt sie Leitsteine. Sie führen Wanderern zu einem Schrein in der Nähe, der für eine Esper errichtet wurde. Man muss einen Leitstein zerstören, um sein Licht freizusetzen. Zögere also nicht, ihn kaputt zu machen, sobald du einen von ihnen entdeckst. Folge seinem Licht. Es wird dich zum Schrein einer Esper führen. Sie existieren an den verschiedensten Orten. In den Schreinen sollen sich riesige Kristalle befinden. In ihnen ist das Wissen über die jeweilige Esper gespeichert. Die Untersuchung dieser Heiligtümer kann bei der Verstärkung der Beschwörermaterie helfen. Ich hoffe, du findest sie. Warum sind hier so viele Sachen? In den Graslanden soll es einen Schrein für Titan geben. Als Titan nach langer Zeit der Versiegelung unter der Erde erwachte, hatte das ein gewaltiges Erdbeben zur Folge. Große Landmassen erhoben sich aus dem Meer und formten die Graslande, wie wir sie heute kennen. Wieder mit offenem Mund, ne? Ja. Oh, wow. Oh, wow. In den Esper-Schreinen schlummert das Wissen in Kristallform. Um einen Esper-Schrein zu finden, solltest du Leitstein... Okay, das haben wir ja gerade alles gehört. Oh mein Gott. Okay, hallo. Was kommt denn hier noch alles so?
überwältigende Entdeckung. Einen so großen Kristall habe ich noch nie gesehen. In ihm schlummert ein unglaublicher Wissensfundus. Bitte scanne den Kristall, damit wir mehr über die Espa erfahren können. Um an die Daten zu kommen, musst du dich mit dem Kristall synchronisieren. Das schaffst du ganz sicher. Wenn du ein Espa-Kristall untersuchst, öffnet sich eine Espa-Kristall-Matrix. Schau sie dir genau an und merke dir, wann du welche Tasten drücken musst. Oh nein, dazu bin ich zu müde. Diese Matrix verschwindet, sobald du mit der Analyse beginnst. Drücke aus dem Gedächtnis heraus die richtigen Tasten zum richtigen Zeitpunkt, um die Daten des Kristalls erfolgreich zu extrahieren. Ich hasse so Quicktime-Events und alles auf Zeit. Gelingt dir dies, wird die Espa im Kampfsimulator geschwächt und ihre Beschwörermaterie. Ah, dann können wir nicht gegen ihn kämpfen. Oh mein Gott, das wird ja furchtbar. Klar, jetzt geht's, ne? Aber boah. Oh mein Gott, ja. Okay. Die Analyse des Kristalls war erfolgreich. Ich konnte alle notwendigen Informationen aus ihm ziehen. Damit kann ich die Beschwörermaterie der Espa verstärken. Ja, geil. Das hätten wir dann jetzt einfach auch mal eben so gemacht. Kann ich jetzt übrigens zur Blumenwiese? Vielleicht, das wäre ganz gut. Wow. Ich würde nochmal sagen, ich weiß ganz genau, dass das noch immer noch nicht alles ist. Also du wirst hier so viele Sachen machen können. Das Spiel ist tatsächlich mit so viel Liebe gemacht worden. Und das merkst du. Du merkst, wie viel... Also wirklich, dass sie sich bewusst sind. Die sind sich aber bewusst gewesen, was für ein Spiel sie da... Also, was für eine Fanbase dahinter ist und was sie da eigentlich auch an Content haben. Weil Final Fantasy hat eine krasse Story, aber du kannst hier auch, guck mal, so mit Espa-Kristallen, das gab es nicht im Original. Und das ist eigentlich ganz nice. Passt gut zum Remake. Ich bin ein bisschen zufrieden so, ne? Ich bin ein bisschen zufrieden so. Aha. So. Ja, bei der Straße dachte ich ja. Oh, guck mal, hier kann man auch noch rein. Was ist das denn? Stan? Oh, hab ich jetzt nochmal ganz kurz. Sekunde. Warte, falsch. Komisch, wenn wir wirklich Ausrüstung selber machen können. Was ist denn jetzt los? Ich gehe hier einfach mal rein. Ich weiß nicht, was hier los ist. Eine Materia und Menschen. Und ich. Dieser Hafen war schon zu Republikzeiten. Hin und wieder wird recht interessanter Plunder aus Midgard und Junon angeschwemmt. Meister der Gegenstände. Junon? Oh, wir sollten hier noch nicht so rein. Hier kannte man hier noch den einen oder den anderen. Sollte ich das tun? Boah, ich will tauchen. Weiß ich, ich will einfach tauchen. Ich kann... Warum? Okay. Ich bin verwirrt. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich hier durchschwimmen kann, aber anscheinend kann ich hier durchschwimmen. Aber was sag ich denn? Kann ich nicht. Okay. Oh! Ja. Oh, ich verstehe. Okay. Aber wie nice, dass alles gemacht ist. Ich finde es so cool. Die Charaktere schwimmen einfach mit.
Das sind ja die, das sind jetzt die drei Charaktere, die zwei Charaktere, die mit uns in der Gruppe sind. Deswegen sind die so nah bei uns, aber die anderen sind halt auch dabei. Die anderen sind übrigens auch im Kampf dabei. Das ist mir jetzt erst gerade, bei diesem doch schwierigen Kampf, ist mir das erst aufgefallen. Also. Oh. Gut, hier kommen wir irgendwann nochmal hin, Leute. Es hört einfach nicht auf. Es hört nicht auf, Hilfe. So. Kann ich auch unten rum hin? Ja, das klappt bestimmt, ne? Ganz mit Gas abgeriegelt. Okay, hier würde ich nach. Okay. Hier wollen wir aber auch gar nicht hin. Wir möchten zur verdammten Blumenwiese. Aber leider ist die Blumenwiese. Ah, da vorne. Okay. Es riecht nach Ungeheuer. Ja, später, okay. Jetzt will ich mal ganz kurz, ich komme mir die ganze Zeit vom Weg ab. Okay, jetzt kann ich doch nicht. Jetzt muss ich das machen. Scheiße! Ich bin so schlimm, ne? Ja, sag, zeig mir, wo sie ist. Wo gehst du hin? Okay, okay. Danke. Okay. Mit dem Chocobo? Hä, wie cool ist das denn? Lol. Moment, kann ich mit dem Chocobo den anderen Chocobo streicheln? Lass mich mal. Ja, das geht nicht. Okay. Meine Aufgabe, ne? So, ist hier die Frage. Kommen wir überhaupt? Nein. Also erstmal, ich setze mich mal hin. Kommen wir überhaupt zur Blumenwiese? Vielleicht ist das ja noch gar nicht möglich. Aber auf dem Weg hierhin haben wir so viel entdeckt. Oh, da ist ein Loveless-Bruster. Und er. Ich freue mich auf die PC-Version, weil dann hast du halt auch nicht diese ganzen verpixelten Poster und sehen die alle so aus wie hier. So, warte. Da vorne kann ich, glaube ich, durch. Ne? Das sieht mir sehr danach aus. Da ist so eine Straße. Ja, endlich. Oh Gott. Ist das hier? Seht ihr das? Ah. Von da aus kann man runter. Okay. So, jetzt wird ein Schuh draus. Da waren wir ja gerade schon. Wo? Wo ist denn jetzt wieder eine Haltestelle? Danke. Dankeschön. Jetzt gerne so ein Storyteil wieder. So ein Weltenbericht. Ich weiß, gerade hätten wir das auch machen können, aber. Wow. Oh. Ich sauge diese Lore auf wie ein Schwamm. Mehr Lore, bitte. Ich muss die Bücher auch endlich. Wir haben die Bücher hier. Wir haben so viel hier. Ich habe ja alles, also fast alles von Final Fantasy VII konsumiert. Das Buch fehlt noch. Mehrere Bücher fehlen tatsächlich noch. Hier mit der Blumenwiese bin ich jetzt gespannt, ne? Wo die denn sein soll.
Wir sind halt in der Nähe. Hier sieht nichts nach Blumenwiese für mich aus. Es wird interessant werden jetzt. Okay, Moment. Ich kann so viel hoch, oder? Kannst du nicht hier hoch? Okay, warte, dann gehen wir. Hier müssten wir eigentlich in das Rohr können, ne? Ja. Sieht doch sehr danach aus, als könnten wir Hallo hier rein. So. Jetzt hoch hier. Kein Wunder, dass sie hier nicht hin kann. Wenn ich allein, will ich alleine sein und das jetzt nicht aufnehmen? Würde ich alleine spielen, meine ich. Oh! Okay, jetzt verstehe ich. Würde ich die ganze Zeit einfach nur singen und summen. Seht's mir nach, wenn ich dann. Ja, das ist ja ab und zu mal. Das sind ganz schön viele. So flächenangriffmäßig sieht's noch nicht gut bei mir aus. Oh. Sehr gut. Ja. Das ist aus. So viele Blumen, die ich nicht kenne. Da fällt die Wahl ja richtig schwer. Mach du mal. Wollte Fotomodus machen. Ach, Cloud. Ach, konnte ich sogar. Jetzt sei doch nicht immer so. Keine Angst, ich helfe dir. Denk einfach daran, wie wir Blumen für den Helmchenhof ausgesucht haben. Ja. Notizen anschauen. Ah. Rot, gelb und eigentlich, das sind einfach nur die Blätter, ne? Also rot und gelb und weiß. Oh, ich guck trotzdem mal. Das heißt ja nicht, dass die das sein müssen. Ja, auf jeden Fall. Wie hübsch und so zart. Perfekt für einen Blumenkranz. Es soll ein Kranz werden, also ein paar mehr werden wir noch brauchen. So. Dass man das einfach sieht, so ist cool. Tifa, tut mir leid, ich kann leider nicht zu dir. Ich, hallo. Welch leidenschaftliche Farbe. Wusste gar nicht, dass du so ein Romantiker bist, Cloud. Du machst das toll, Cloud. Weiter so. Oh, wie das duftet. Hast du dich von ihrem Geruch anlocken lassen? Schön. Das dürfte genügen. Bringen wir sie zu Chloe. Nee, ich möchte jetzt aber noch da vorne gleich weiter. Denn wenn wir schon mal hier sind, vielleicht kann ich noch einen Turm fertig machen oder noch mal eine Haltestelle. Obwohl, wir haben ja eine Haltestelle in der Nähe. Ich guck mal ganz kurz, ja? So. Den müssen wir eigentlich noch machen. Ich meine, so viel ist ja da jetzt gar nicht mehr, ne? Eigentlich.
Boah, es gibt so viel hier zu entdecken, ich kann nicht mehr. Ich würde mich mal auf den Weg zurück machen und ich nehme den hier noch mit. Ich bin mit der Musik, ne? Dankeschön, Spiel, dankeschön. Oh, Entschuldigung. Oh, tut mir leid. Entschuldigung. Da sind wir mir durchgegangen, ne? Gut. Wir, das ist ein bisschen zu gefährlich, wenn wir hier runterjumpen, was wahrscheinlich nicht geht. Oh, ich bin immer noch so ein Fan von der Musik wechseln. Und tschüss! Feierabend! Ja, Feierabend. Haben wir den hier eben? Dann gehen wir hoch. Sache ist, ich habe ja gerade noch gesagt, dass ich Sachen rauslassen und rauscutten möchte und auch privat mache und sowas alles. Zum Beispiel das hier. Und es passiert ja die ganze Zeit Story. So nebenbei. Die Quests sind ja halt richtig mit Story und mit Charakteren. Also. Ne. Im Remake hatten wir halt wirklich sehr wenig. Dachte ich schon so, ja, wir hätten mal was machen können, aber ist okay. Ne? So ein paar Minigames, aber. Ey, wie wird denn Gold Saucer bitte? Ich hab Angst. Ich bin an diesem Punkt, ich habe Angst, Leute. Sehr cool. So, da unten die Haltestelle hatten wir ja, ne? Meine ich. So, kann ich hier... Schnellreise. Ah, geil. Okay, cool. Sehr cool. Oh, hallo. Hallo? Die Aussicht hier ist einfach fantastisch, oder? Mein Name ist Rico. Ich bin ein Fotograf auf Wanderschaft und gehöre dem Verein Fotograf Freunde an. Lass uns doch ein Erinnerungsfoto schießen. Einfach zu schön. Mir scheint, dass sich da jemand mit Fotos auskennt. Du machst dich sicher auch gut hinter der Linse. Es soll hier nämlich einen Ort geben, der ein geradezu fantastisches Motiv abgibt. Oh, noch mehr Zeug, das man machen kann. Leider lauern zu viele Gefahren auf dem Weg dorthin. Würdest du diesen Ort vielleicht für mich aufspüren und dort ein Foto schießen? Das sollte dir doch nicht schwerfallen. Wenn du dort bist, musst du nur die Landschaft so einfangen, wie es auch ein Profi-Fotograf tun würde.
Okay, wo denn? Ach da. Ja, da müssen wir eh hin gleich. Boah, dieses wunderschöne Kleid, ne? Kann ich das bitte auch haben? Hallo. Oh, da seid ihr ja wieder. Die Alleskönnerin hat mir schon alles erzählt. Ihr sollt ihr richtig gut zur Hand gegangen sein, hat sie gesagt. Besten Dank, das Marco fließt jetzt wieder in Strömen. Wirklich nett von euch. Und wo ist diese Alleskönnerin? Die meinte, sie hätte schon den nächsten Auftrag und müsste gleich weiter. So ein Tausendsasser ist gefragt, was? Welch ein Glück, dass sie Zeit für uns hatte. Sie hat's echt faustdick hinter den Ohren. Ach ja, bevor ich's vergesse. Danke. Nett wie sie ist, hat sie euch euren Teil der Belohnung dagelassen. Hier, bitte. Okay, habe ich jetzt nichts dagegen. So. Aber wieso habe ich das denn mit Barrett? Wenn die Versorgung steht, dann ist ja. Ich hoffe mal, das kommt nie wieder vor. Bitte. Ich will das nicht mit Barrett haben. Bitte, warum habe ich das mit Barrett? Harris. Es ist wieder alles in Ordnung? Das hätte du bist die Beste, weißt du das? Dürfen. Okay. Ist ja auch noch so viel zu entdecken? Nee. Regionskarte anzeigen. Region übrigens, ne? Region. So, das heißt aber, jetzt kann ich glaube ich auch hier hin. Oh Gott, ist das alles viel. Oh, hilf mir, Leute, ich will mich nicht beschweren. Ja, aber meine Güte. Jetzt gehen wir erstmal zur Farm. Ach, zu Chatley müssen wir auch noch. Ich meine, der ist auch in Kalm, aber das, ja, der Titankampf eventuell. Oh, ja. Hallo. So viele. Ihr seid klasse. Dankeschön. Dankeschön. Gern geschehen. Ob meine Blumenkränze auch so hübsch wie die von Mama werden? Bestimmt. Ich helfe dir. Ich habe nämlich viel Erfahrung als Floristin. Das bekommen wir schon hin. Du wirst sehen. Wirklich? Natürlich. Gemeinsam schaffen wir das. Nicht wahr, Cloud? Klar. Fertig! Oh, schön. Fast so, als hätte Mama ihn gemacht. Und doch ist es dein Kranz. Stimmt, jetzt kann ich das auch. Danke, dass ihr mir dabei so nett geholfen habt. Sonst hätte ich das vielleicht nicht so schön hinbekommen. Man darf nie vorschnell aufgeben. Hörst du? Ah. Okay. Nanu, gibt es ein Problem? Oh, Billy! Hier, für dich. Hast du den gemacht, Chloe? Ja. Vielen Dank. Was meint ihr? Schön. Perfekt. Nicht wahr? Ja. Perfekt. Ja, super. Ja. Ich freue mich voll. Oh, Entschuldigung. Ich freue mich ein bisschen zu sehr. Juhu. So. Ich wollte gleich mal zum Automaten gehen. Warte, Gott, das wäre auch eine Bushaltestelle. Ich sehe nur noch überall Bushaltestellen, ne? So, ich speichere nochmal eben. Cloud, es sind mittlerweile viele neue Daten zusammengekommen. Boah, hör mir auf, was du. Was hältst du davon, deine Materia weiterzuentwickeln? Oh, ja? Da hätte ich jetzt nichts gegen. Was hast du denn so schön? Nö. So, Kampfsimulator. Nö. Ich habe halt auch meinen eigenen Stil bei den Materias, ne? Das ist so ein Ding. Ist ganz schlimm. So.
Titan, kann ich den denn jetzt besiegen? Das ist wahrscheinlich nicht, oder? Ich probiere es mal trotzdem. Okay, also ich möchte Cloud, Barretto und Aerith. Meine Stammleute einfach, es ist wieder so weit, oh mein Gott. Es ist einfach wirklich genau wie damals. Das nicht gefällt damals. Wir fallen jetzt! Jau! Und manchmal blocke ich aber auch so. Jetzt habe ich mal geblockt, ne? Harter Aufprall? Harter. Wohl eher harter Abfall. Scheiße, ist nicht gut. Warte. Ich zähle auf dich. Jetzt zeig ich euch, was ich kann. Ja, Analyse ist übrigens auch so wegen Titan ist eigentlich Erde. Wenn ich mich recht erinnere, ja, ist er. Okay, weißt du was? Aerith muss tatsächlich eher blocken. Das ist aber auch nicht gut. Okay. Roger, ich übernehme. Ja, gut. Komm. Machen jetzt mal hier. Was machen wir denn? Schockschuss? Ja, nehmen wir den mal den. Barret. Boah. Ein bisschen klobiger, ne? Oh. Sogar gleich machen bei ihm. Ja, komm, mach mir mein Limit, du Penner. Obwohl Stein? Ich meine nämlich Titan. Warte mal, doch, Titan kann. Ah, da bin ich aber gerade. Ich glaube, ich habe gerade Quatsch erzählt. Schockpotenzial groß. Achtung, jetzt knallt! Du bist am Zug! Was? Ja? Jetzt! Ja. Ausgezeichnet! Okay. I see! Nee, habe ich leider nicht. Ja, Flammenblitz, aber. Übernimm du. Überlass das mir. Wow. Wow. Shit.
jetzt erst recht überstürzt. Mir wird schon was einfallen. Los! Ich hab gleich ihr Limit! Ich hab gleich ihr Limit! Ich muss sie halten! Oh, warte mal. Okay, das können wir noch machen. In Stufe plus, okay. Gemeinsam schaffen! Ich muss halt ihn auch heilen, aber ich heile lieber sie, weil sie hat gleich ihr Limit. Was ich jetzt schon tausendmal gesagt hab! Limit! Heilender Wind, bitte! Ach, super! Genau hier! Roger, ich übernehme! Hab was für dich! Yes! Nicht nachlassen! Da geht noch was! Das könnte etwas kitzeln! Das war's! Ich seh dich! Ein Baron-Spezial! Wie schmeckt dir der Baron? Achtung, jetzt knallt's! Ich seh dich! So. Achso, gucken wir mal, wer jetzt wen beschwört. Leviathan. Oh, ich will Leviathan haben. Warte. Moment. Oh, der hat aber auch ein Limit. Warte, der Red hat auch so ein Limit. Das machen wir auch eben. Am Ball bleiben. Scheiße! Nicht so nah! Auf die Zeit! Ich verlasse mich auf dich. Los, gib alles! Ich mach das! Lassen wir mal. Oh, laut. Komm schon! Komm nicht hier! Komm, was für eine Gelegenheit! Jetzt! Mich mal. Sehr gut. Perfekt. Und jetzt Limit drauf. Let's go. Volle Kraft.
Fähigkeiten, ey. Ich muss mich erstmal reinfuchsen. Geil. Das war ein fantastischer Kampf gegen Titan. Seine erdspaltenden Fähigkeiten sind genauso legendär, wie ich erwartet hatte. Dieser mächtige Gigant wird euch auf eurer Reise bestimmt eine große Hilfe sein. Bei ihm seid ihr in guten Händen. Ich bin schon sehr gespannt, wo ich dir das nächste Mal begegnen werde, Cloud. Ja, du stalkst mich ja sowieso überall hin. Aber jetzt wird erstmal hier... Warte, erstmal Ausrüstung und Materia. Wer von euch hatte Leviathan? Das ist Ramu. Leviathan. Wasser und Feuer. Ich nehme statt... Ich nehme mal Barret mal Titan. Ich liebe es, dass ich halt jetzt drei Stück halt einsetzen kann, je nachdem, ne? So. Und die anderen haben halt auch ihre... Ich kann die ja nicht im Kampf tauschen, aber je nachdem, welches Monster wir von Weitem sehen oder wo wir sehen, jetzt wissen zum Beispiel, ey, wir müssen jetzt gegen einen, keine Ahnung, gegen einen Mecha-Monster, gegen einen Roboter kämpfen, da weiß ich ganz genau, ah, Cloud hat ja Ramu, perfekt. Cloud ist jetzt sowieso immer in der Gruppe, aber dann würde ich ihn halt in die Gruppe ziehen und so, deswegen ist ganz nice gemacht. Jetzt gehe ich nämlich mal zum Fotospot nochmal. Achso. Wahrscheinlich gleich hier oben. Und er meinte ja auch hier, oh, Aussicht hier, Aussicht da. Sicherlich ist das irgendwas, wo wir vom Weiten schön in die Ferne gucken können. Hab ich mir doch gedacht. Eine Entdeckung gemacht. Okay. In jeder Region gibt es Orte, die besonders schöne Fotomotive abgeben. Zücke deine Kamera und halte sie im Fotomodus fest. Wenn du, wenn dir ein gutes Bild gelungen ist, solltest du dem Fotografen Rico Bericht erstatten. Oh, dann steigst du einen Rang bei den Fotografenfreunden auf und ich erwarte einige Belohnungen, um in den Fotomodus zu gelangen. Blabla. Okay. Hey. Machen wir das doch mal. Oh, Entschuldigung. Da waren wir auch immer noch nicht, ne? Scheiße. Oh, Hilfe. Okay, ich weiß übrigens immer noch nicht, wie ich ein Foto mache, ne? Ich drücke jetzt mal ganz viele Knöpfe hier. Oh, wieder den falschen. Ich weiß nicht, ob ich hier wirklich einen Screenshot machen soll. Ich, Ah! Okay, das war's schon. Das ist keine Kamera. Und dann gehen wir mal zurück nach Calm. Falscher Knopf. War nicht so langsam drin. Übrigens, ich glaube, wir müssen immer noch hier hin. Was? Also, wann soll ich das denn machen? Ich habe halt keine Zeit, ne? Oh. Entschuldigung. Ja, mach das lieber hier. Wir haben halt gar keine Zeit, ne? Es ist, wir machen hier wichtige Regionsarbeit, hallo. In Calm gelten zurzeit erhöhte Sicherheitsmaßnahmen. Guckte mich so komisch an. Sieht aus, als hättest du das perfekte Fotomotiv gefunden. Yes. Danke. Du weißt wirklich, wie man eine Landschaft einfangen kann. Daher möchte ich dich offiziell zum Fotodebütanten küren. Oh, wow. Du bist jetzt also ein Mitglied unseres Vereins. Ein echter Fotograf-Freund. Du kommst doch viel rum, oder? Sicher entdeckst du noch weitere Fotomotive. Sehr cool. Die Stadtmauer von... Sehr gut. So, ich möchte aber noch mal eine Sache jetzt machen, die zum Abschluss noch. Und dann muss ich gleich auch schon die Folge schneiden. Ja, bitte? Mein junges Fräulein, du bist viel zu vernarrt. Ach, da. Na, hoppla. Anscheinend haben wir hier unseren nächsten Herausforderer. Hey, flotter Bursche, Lust auf eine Partie?
Das junge Fräulein hier ist Nene, ihres Zeichens Bauchrednerin. Ah. Sie ist zwar von Natur aus schüchtern, aber wenn es darauf ankommt, kann sie regelrecht explodieren. Eine Kartenspielerin, die es in sich hat. Also unterschätze sie nicht, sonst kann das Böse ins Auge gehen. Was sind das für Charaktere immer bei dem Kartenspiel, hä? Meine Güte. Es sind jetzt sehr viele Runden später. Oh, ach, das war eine harte Lust jetzt schon. Tja, man kann nicht immer gewinnen. Da hast du junges Fräulein. Ich hoffe, du kannst dabei etwas lernen. Wer Angst vor dem Verlieren hat, wird schließlich nie stärker werden. Ich habe genau gesehen, wie du regelrecht explodiert bist, junges Fräulein. Komm. Wir müssen uns noch artig bei dem Burschen hier für das gute Spiel bedanken. Vielen Dank für die Partie, mein Herr. Also, ich finde, dass die ganzen Leute, die hier Karten spielen, ein bisschen einen am Apfel haben. Kann das sein? Das sind besondere Menschen. Das Kartenspiel tut einem nicht gut. Habe ich gerade übrigens selber bei mir gemerkt, ne? Haben wir auch gedacht, so, okay. Jetzt möchte ich gerne jemanden schlagen. Weiß ich nicht. Upsi, Entschuldigung, upala. Ja, das wollte ich euch nur sagen, ne? Und jetzt gehen wir mal hier hin, dann haben wir das nämlich auch mal erledigt. So, die verlorene Karte. Marco-Mangel in Kall. Scheint ein lecker zu... Okay, das haben wir schon gemacht, ne? Okay. Gut, dann nehmen wir diesen Auftrag an. Und Sophie wird in der Zeit... Weißt du, was das... Werden wir ja sowieso nochmal lesen, wenn ich das nächste Mal dann wieder aufnehme. Und damit haben wir dann hier schon mal alle Quests angenommen. Wir gehen nochmal runter. Nebenstory, yay. Oh, was haben wir denn hier noch? Oder gehörst du jetzt dazu? Warte mal. Ah, verlorene Karte. Was ist? Du hast ziemlich was drauf, oder? Ja. Ich denke schon. Guck mal meine Schrauben an. Oh, das trifft sich hervorragend. Mein Name ist Val und ich könnte wirklich gut Hilfe gebrauchen.
Ihr habt sicher schon mal von Blut der Königin gehört, oder? Oh nein. Wisst ihr, ich habe neulich eine Partie davon gespielt und dabei eine sehr, sehr wichtige Karte verloren. Die brauche ich unbedingt wieder. Könnt ihr mir dabei vielleicht helfen? Ich kann immer noch nicht glauben, wie viele Quests wir hier haben. Ja, um was für eine Karte geht's denn so? Um die Karte Chocobo und Mogri. Ah, die einzige seltene Karte, die ich je besessen habe. Die langen Nächte, das Genöle der Besoffenen, die ständigen Schlägereien. Der Gedanke an die Karte hat mir Kraft gegeben, das durchzuhalten. Und dann kommt dieser Mistkerl und krallt sie sich einfach. Den bringen wir um die Ecke. Das ist ein Kartenprofi. Ich verstehe das nur allzu gut. Hab bis vor kurzem auch in der Bar gearbeitet. Ach wirklich? Ist kein Zuckerschlecken, was? Nein, bei weitem nicht. Bei weitem. Wird erledigt. Wirklich? Oh, ja, natürlich. Ach so. Kannst du mir dein Können vielleicht einmal demonstrieren, bevor ich dir den Auftrag gebe? Nein! Oh oh. Ja, genauso fühle ich mich auch gerade. Ja, okay, er ist aber eins. Den kann ich rund machen, ne? So, let's go. Keine Preise. Okay, alles klar. Let's go. Wir machen ihn fertig. Ich kann mir halt auch so viel Zeit lassen bei den Karten, ne? Ich weiß nicht, wieso ich am Anfang so gehetzt gespielt habe. Hey, wir nehmen wie immer meine Lieblingskarte hier am Anfang. Yo. Let's go. Die mittlere Reihe gehört schon mir. Oh. Was ist denn da jetzt los? Der Zweier ist nicht gut gesetzt, muss ich sagen. Alles gut, Leute. Alles schlecht, Leute. Schlecht. Das ist mir gerade ein bisschen peinlich. Aber macht euch keine Sorgen. Die Rettung naht. Ja? Ich wollte sagen, macht euch keine... Nee, warte. Ja, die Rettung naht. Nee, das gefällt mir da oben gar nicht. Aber okay, dann greifen wir halt nach rechts an. Die erste Reihe haben wir verloren. Das ist sehr traurig. Ja. Warte mal. Aber wir haben leider nur einen da oben. Oh, jetzt wird es aber gerade... Nee. Nee. Ja, nun... Auf Düne mit auf dem Seil, das wäre richtig toll. Aber naja, haben wir nicht. Was soll ich machen, ne? Ja, ich kann nur die hier. Vielleicht reicht's ja schon. Also, erst drei haben wir leider verloren. Ja. Ja, gut. Du bist ein Ass. Kann man echt nicht anders sagen. Virgil heißt der Kerl, der mir die Karte abgeluchst hat. Er arbeitet am Turm. Mischt ihn ordentlich für mich auf, ja? Ach ja, wenn ihr mir die Karte zurückbringt, wartet hier ein Cocktail der Extraklasse auf euch. Vor kurzem habe ich nämlich ein feines Rezept in die Finger bekommen. Ein Cosmo Canyon? Wieso denke ich, dass es ein Cosmo Canyon ist? Irgendwie habe ich das im Gefühl. Und wieso mache ich jetzt trotzdem diese Quests? Ich muss schneiden. Und ich muss heute noch streamen gleich. Und Koffer packen und alles. Dieses Spiel macht mich fertig. Ich liebe das so sehr, ne? Ich bin falsch gelaufen. Moment, meine Nase juckt. Mal zurück.
Turm. Davon muss ich hin. Ich bin ja ganz geschwind. Schön, wenn man sich langsam auskennt, ne? Das mag ich immer. Okay. Oh Gott. Oh, eine Runde? Wir sind wegen der Karte des Barkeepers hier. Ah, verstehe. Du! Hat Will sich also Hilfe geholt, weil er selbst zu schlecht in dem Spiel ist? Ja, und ich bin Profi. Von mir aus gerne. Wenn du gewinnst, kriegst du die Karte zurück. Oh. Ja. Ich glaube, hier wird geschnitten werden. Tudidu. Schreib mir schon mal auf. Karten und Chocobo-Rennen. Also heute habe ich jetzt wieder ganz viele Emotionen durchlebt, ne? In der Aufnahme. Ich könnte die Karten tauschen. Ich hab das Deck schon getauscht. Aber, ich kenne den Typen ja noch nicht. Weißt du, ich spiele das Spiel ja schon seit Jahrzehnten. Irgendwann weißt du ja ungefähr, was die so für Karten haben. Und, ja. So, jetzt haben wir hier zum Beispiel Karten tauschen, ne? Und das ist so ein Ding. Ich glaube, ich kann die dann anklicken. Und dann wechselt ja die Random-Nummer durch, aber... Jetzt mal eine andere Taktik hier. Nicht so nah, Junge. Nicht so verdammt nah. Leute, ich habe Probleme. Nee, habe ich gar nicht. Also, ja. Okay. Let's go. Ich brauche einer Karten, Junge. Einer Karten. Und schön, dass ich jetzt Zweier habe, ne? Ich meine, ich könnte hier... Hat sehr viel gebracht. Aber die hole ich mir wieder. Hiermit. Kann er da oben nämlich. Obwohl doch, der kann. Ne, kann er nicht. Der kann da oben keine mehr setzen. Vierer dann. Das gefällt mir gerade nicht. Ich habe Angst, dass ich gleich keine Einerkarte mache. Oh, das ist nicht gut, Leute. Ich habe eine Einerkarte. Fantastisch. Okay. Mal kurz gucken, was mit dir so ist. Würde ich sagen, ne? Eine habe ich sogar noch. Aber ich habe keine... Kriege ich eine? Ja, ich kriege eine. Geil. Ja, Hammer. Hammer! Jetzt können wir... Da habe ich sogar einen Pinökel gerade übersehen. Lulsen. Gib her hier. Ja, da hast du wohl gelostet, ja. Oh, da habe ich wohl verloren, oh. Was? Die Kackdog-Karte müssen wir reinnehmen. War ein richtig gutes Match, fand ich. Die Niederlage tut zwar weh, aber ich werde mich irgendwann revanchieren. Nö. Jetzt muss ich aber schnell zurück an die Arbeit. Man sieht sich. Moment. Hast du nicht was vergessen? Die Karte bitte. Ach ja, richtig.
Die Karte, die ich Val abgeluchst habe, nicht? welche war das? Chocobo und Mokri. Ah, verdammt. Die Chocobo und Mokri-Karte, stimmt's? Jetzt sag nicht, du hast die nicht. Das ist mir echt peinlich, aber die habe ich nicht mehr. Lass mich mal gucken. Nein, wirklich, glaub mir das doch. Ich war etwas knapp bei Kasse und da habe ich sie einem Sammler verkauft. Der Typ heißt Thorin, hat einen Kartenladen vor der Stadt. Schaut da doch mal vorbei. Das heißt dann wohl Überstunden, was? Ist das dein Ernst, du Alt... So, Moment, ich muss so ganz kurz mein Deck bearbeiten. Sekunde. Ich mach jetzt mein Kartendeck und ändere es. Der Kaktor, der ist ganz okay. Ich weiß nicht, ob ich den nehmen soll. Ich muss dann dagegen eins auf der Motion. Wem packen wir denn jetzt weg? Zu wenig einer Karte. Also, ja, eigentlich nicht mehr, aber... Badabadaba. Wo bist du denn jetzt, Typ? Ja, schön. Ups, Entschuldigung. Jetzt lass mich aber langsam mal. Ey, ich muss das gerade schneiden. Ja. Ach, dahin. Boah, da waren wir schon. Das ist cool. Oh, schön. Wenn ich da jetzt auch nochmal Karten spielen muss, ne? Dann ist aber was los. Hörchen. Gut, das ist auf jeden Fall etwas für die nächste Folge. Da sehe ich nämlich die drei übernommen. Das ist etwas für die nächste Folge. Ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuschauen. Es macht sehr viel Spaß und jetzt sind wir auch vollends drin. Vielen, vielen Dank und wir haben eine Menge zu tun. Ich schreibe mir wieder eine Nachricht an mich selbst, so wie gestern. Dann weiß ich nämlich, wenn es eine kleine längere Lücke ist, was wir als letztes getan haben, was wir noch tun müssen, auch wenn ich das natürlich hier jetzt sehe. Aber trotzdem, besser ist das. So, vielen Dank und bis zur nächsten Folge.